Heute ist ein eminent wichtiger Tag in der Finanzgeschichte, denn er zeigt, dass wenn du als Notenbank den Geist aus der Flasche lässt und dann versuchst, ihn wieder reinzudrücken, ein Unfall passiert. Also sagst du dir, dann lasse ich den Geist lieber aus der Flasche, bevor dieser Unfall passiert. Wir haben also heute die Kapitulation einer Notenbank erlebt und diese Notenbank, nämlich die Bank of England, ist die schwächste in der Kette der Notenbanken. Warum? Erstens, weil die Inflation in UK besonders wegen des Brexit eben sehr hoch ist. Es fehlen Arbeitskräfte, die vorher billig gearbeitet haben aus Polen und anderen Ländern. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Folgen des Brexit zeigen sich auch an vielen anderen Stellen, aber es ist eben vor allem die Inflation. Und jetzt haben wir eine Truss-Regierung, die eigentlich den Versuch der Notenbank, nämlich der Bank of England, zunichte gemacht hat, diese Inflation zu bekämpfen, indem sie praktisch Liquidität ins System schüttet über Steuersenkungen, die vor allem die Reichen letztendlich profitieren lassen. Und so war eine Situation entstanden, die fast zu einem Crash geführt hatte, wie ich Ihnen gleich zeigen will. Aber schauen wir uns die Dinge der Reihe nach an. Ist das gut oder schlecht für Aktien? Meine Antwort: kurzfristig gut. On the long run ist das sehr, sehr schlecht, weil die Notenbanken faktisch die Kontrolle verloren haben. Oder es zeigt eben jetzt, dass die Notenbanken ihre Allmacht verloren haben, dass sie umsteuern müssen, wenn der Schmerz im System zu groß wird. Das wird auch für die EZB gelten, die ist wahrscheinlich als nächstes dran. Und das wird früher oder später dann auch für die Fed gelten. Die Bank of England will also länger laufende Anleihen kaufen, faktisch also umsteuern von Quantitative Tightening, Bilanzreduzierung, zu Quantitative Easing, Bilanzausweitung. Also wieder neue Liquidität ins System schütten. Und Ronny Stöferle sagt hier temporary oder betont dieses Wort temporary, vorübergehend. Also die Bank of England tut so, als wäre das jetzt mal eine kurzfristige Aktion. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Die Funktionsfähigkeit der Märkte müsse wiederhergestellt werden. Also haben die Märkte nicht funktioniert, sagt die Bank of England. Ein interessantes Statement. Und zunächst mal haben sich die Märkte eben dann auch gefragt, ja, ist das bullish oder ist das der Anfang vom Ende? Und ich glaube, es ist kurzfristig bullish und mittel- bis langfristig der Anfang vom Ende, könnte man wahrscheinlich sagen. Sven Henrik bringt es auf den Punkt. Wir haben so stark interveniert zur Bekämpfung der Deflation, dass wir eine Inflationskrise heraufbeschworen haben. Jetzt haben wir dann die Geldpolitik so gestraft, dass wir eine globale Wirtschaftskrise heraufbeschwören. Und jetzt müssen wir wieder intervenieren, damit wir keine Finanzkrise 2.0 heraufbeschwören. Central bankers are starting to panic. Ja, sie haben Panik bekommen und sie hatten Gründe für diese Panik. Woran oder worin bestand dieser Grund? Hier sagt nochmal Mohamed El-Erian, also die haben ja kurz vorher noch Quantitative Tightening betrieben, jetzt plötzlich Quantitative Easing. Innerhalb eines Tages machen sie im Prinzip das Gegenteil dessen, was sie uns gestern erzählt haben. Wir sehen aber, dass die Panik auch woanders ist. Etwa Südkorea hat eine Short-Selling-Ban erlassen. Also der Schmerz ist überall, auch vor allem durch ansteigende Renditen und die Dollarstärke hier zu sehen gewesen. Eines der stabilsten Handelsinstrumente in den letzten Jahrzehnten ist, glaube ich, heute 25% dann in der Summe gestiegen. Das war die größte Bewegung des Kurses nach oben und der Renditen nach unten bei der 30-jährigen Gilt, also bei der 30-jährigen britischen Anleihe. Muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein Schnaps. Hier sehen wir mal die Renditeveränderung dieser 30-jährigen UK-Anleihe. Erst krass nach oben, jetzt super krass nach unten. Und was Liz Ann Saunders hier schreibt, das sollten Sie sich merken, sehr wichtiger Satz: Die Fed mag zwar im Bereich der Marktvolatilität durchaus entspannt sein und da ist dieser Fed-Put wahrscheinlich tot, aber nicht, wenn es um das Gesamtsystem geht. Und es ging in UK um das Gesamtsystem. Warum? Das will ich gleich zeigen, aber zunächst mal hatte ich ja heute Morgen diesen Titel gewählt im Videoausblick: Alles extrem, Monster Rally oder Crash, und der Crash drohte. Und vielleicht sehen wir jetzt eben diese Monster Rally. Warum drohte der Crash nun? Es war so, dass tausende Pensionsfonds in UK offenkundig vor der Insolvenz gestanden sind, denn die hatten massive Margin Calls, die sind ja in den Anleihen investiert. Wenn jetzt die Anleihekurse ins Bodenlose fallen, dann erleiden die Verluste, dann sagen die
Broker, die praktisch hier für die Sicherheitshinterlegung verantwortlich sind. Wir brauchen Nachschuss, wir brauchen Margin. Dazu waren diese Pensionskassen nicht mehr in der Lage. Also die wären aus der Kurve geflogen und damit wäre das britische Finanzsystem, das ja nicht gerade das kleinste in der Welt ist, wahrscheinlich auch aus der Kurve geflogen. Nicht nur ein Gilt Crash, also praktisch ein Crash der britischen Anleihen, sondern eben auch wahrscheinlich der britischen Aktien, denn diese Pensionskassen hätten dann auch Aktien verkaufen müssen, um diese Marge zu stellen, um diese Sicherheitsleistung bieten zu können. Deswegen sind wir jetzt schon im Finanzkrisenterritorium, wenn auch noch begrenzt auf UK. Und wie gesagt, UK, das schwächste Glied in der Kette, könnte man sagen, hat als erstes reagiert und versucht, die Dinge nochmal in den Griff zu kriegen. Boris Johnson sagt schon, na, vermisst ihr mich? Nein, Boris, we don't. Das ist jetzt eher nicht das Thema. Aber zweites Thema auch, und darauf weist Alf hin, wir haben in UK Finanzierungen von Immobilienkrediten, die unter 5 Jahre Laufzeit haben. Und das sind 70% der Immobilienkredite in UK. Das heißt, die müssen nach relativ kurzer Zeit neu refinanzieren. Die hatten vorher vielleicht so, naja, 2%, jetzt bekommen sie dann wahrscheinlich 6%. Das wirft die wahrscheinlich auch aus der Kurve. Es sind immerhin 1,5 Millionen Verträge, die hier auf dem Spiel stehen, und das ist ja nur in UK der Fall. Wir haben in anderen Ländern ganz ähnliche Symptome, dass wir eine sehr starke flexible Bindung bei diesen Krediten haben. Das heißt, wenn die Zinsen steil steigen, dann kommen die Kreditnehmer in Schwierigkeiten, wenn sie das Ganze refinanzieren müssen. Aber Gott sei Dank haben wir Janet Yellen, die sagt, naja, die Märkte, die funktionieren gut. Hier nichts praktisch außerhalb der Reihe. Naja gut, wir haben jetzt nur knapp 58 Billionen Dollar verloren, wenn wir mal die Aktien- und die Anleihemärkte zusammenzählen. Janet Yellen steht wohl vor der Ablösung nach den Midterm Elections, so heißt es, würde sie wahrscheinlich abgelöst. Aber wir sahen natürlich dann schon Panik. Investor Pessimism jumps to level not seen in nearly 13 years. Und das ist eine ganze Menge Zeit. Wir können da verschiedenste Parameter hier benennen, und Sven Henrik bringt es auch hier auf den Punkt. Die Bullen haben versucht, die Fed zu bekämpfen, die vorher immer gesagt hatten, nämlich die Bullen, don't fight the Fed. Jetzt haben sie eben versucht, die Fed zu bekämpfen. Die Fed wiederum hat versucht, den Bondmarkt zu bekämpfen, hat gesagt, naja, wir wollen ja steigende Renditen sehen, damit die Financial Conditions sich straffen, und wir wollen eigentlich auch fallende Aktienmärkte sehen, damit die Amerikaner nicht so viel Geld haben, nicht so viel Nachfrage produzieren, sodass die Inflation weiter steigt. Aber the bond market is and shall always be king. Der Bondmarkt, der Anleihemarkt, ist der relevante Markt, wahrscheinlich relevanter, deutlich relevanter als die Aktienmärkte. BOE joins Japan, schreibt Ottavio Costa, also die Bank of England, geht jetzt den Weg der japanischen Notenbank, die ja auch weiter Quantitative Easing betreibt, die von Zinsanhebungen nichts wissen will, die deswegen einen kollabierenden Yen in Kauf nimmt, die deswegen verbal und faktisch intervenieren musste, indem man Dollars verkauft hat, um Yen zu kaufen, um die Währung zu stützen. Also haben wir jetzt auf der einen Seite Japan und die Bank of England, dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen, die weiter diesen Kurs verfolgen, etwa USA als allerwichtigstes natürlich, dann vielleicht noch Brasilien. Und wir haben eine Notenbank, die ihre Währung verfallen lässt und den Bondmarkt kollabieren lässt. Das ist die glorreiche EZB, und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Ich bin dafür, dass Marcello Fraccherino unmittelbar an ihre Spitze rückt. Das würde das Ganze dann besonders gut symbolisieren. Aber warum steigen die Aktienmärkte? Nun, wir haben vorher einen eskalierend steigenden Dollar gesehen. Wir haben vorher eskalierend steigende Renditen gesehen. Jetzt sehen wir, dass der Dollar wieder ein bisschen fällt. Wir sehen vor allem, dass die Renditen fallen. Wir haben vorhin die britische Rendite gesehen. Aber die Meute spürt natürlich die Schwäche jetzt bei den Notenbanken und sieht, das Experiment Straffung der Geldpolitik wird scheitern. Wir haben jetzt den ersten Dominostein gesehen. Das reduziert wiederum die Erwartungen an Zinsanhebungen durch die Fed und die EZB.
Und das sehen wir hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt im Anfang November dann die Zinsen nicht mehr um 75 Basispunkte, sondern um nur noch um 50 Basispunkte, also 0,5% anhebt, die ist jetzt auf über 50% gestiegen. Also die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein nicht ganz so großer Zinsschritt wird. Und bei der EZB ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Notenbank 75 Basispunkte anhebt, von 90% auf jetzt nur noch 40% gefallen. Thorsten Pollard schreibt, die Bank of England hat kapituliert, die EZB wird die nächste sein, die kapituliert. Sehr wahrscheinlich. Und da kann auch Bostic sagen, ja, ich gehe davon aus, dass wir 75 Basispunkte anheben. Die Märkte riechen, dass das nicht passieren wird wahrscheinlich, dass sich jetzt etwas geändert hat, dass wir jetzt einen Gamechanger haben. Und Evans hat das gestern, glaube ich, auf den Punkt so ein bisschen gebracht. Ja, ich bin ein bisschen nervös, dass wir es vielleicht übertreiben, weil wir erstmal vielleicht abwarten müssten, wie die Wirtschaft sich entwickelt, wie die auf die Zinsanhebungen reagiert. Allein der amerikanische Aktienmarkt ja mal eben 9 Billionen verloren. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Wir haben ja hier gesehen, die Bank of England, die steuert um. Jetzt sehen wir aber, dass anders als in England, das, was in USA auf dem Spiel steht, natürlich viel größer ist. Da sehen wir, dass wahrscheinlich auch Anleihehalter durch die steigenden Renditen und die fallenden Kurse massiv unter Druck gekommen sind. Nämlich 7,5 Billionen stehen da auf dem Spiel. Und das ist genau der Punkt, der hier das Entscheidende ist. Da wird es woanders auch quietschen. Und deswegen muss die Fed wahrscheinlich genauso wie die Bank of England, die ja, ich sag mal, im internationalen Kontext nicht so wichtig ist, weil britische Staatsanleihen nicht so wichtig sind wie amerikanische Staatsanleihen, wird auch sie umsteuern müssen. Und hier sehen wir mal so ein bisschen die Erleichterung an der Renditefront. Wir sehen die britische 10-jährige Anleihe 41 Basispunkte gefallen. Wir sehen die italienische 8 Basispunkte gefallen. Aber jetzt sagt hier Alf zu Recht, jetzt überlegt euch mal, wenn die neue italienische Ministerpräsidentin Meloni Ähnliches macht wie die Truss-Regierung in UK, dann könnte ein ähnliches Panikszenario eintreten, wo dann die italienischen Renditen wieder steigen. Und wenn die dann etwas unfreundlich ist zu Uschi von der Leyen und vor allem zu Christine Madame Inflation Lagarde, dann könnte die EZB sagen, helft euch doch selber. Also darüber kann man sich fast schon nur noch amüsieren. Hier sehen wir mal den Dollarindex in einem Chart von Capital.com. Von über 114 gefallen jetzt immerhin auf nur noch 113 an ein paar zerquetschte. Sieht nicht nach viel aus, sind aber teilweise große Bewegungen, die hier passiert sind. Und wenn wir jetzt nochmal zu diesem Jahrhundertereignis, wenn man so will vielleicht, oder zu diesem Gamechanger Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 kommen, dann fällt auf, dass die Reaktion von NATO, EU wie auch den USA so relativ milde ist, könnte man vielleicht mal sagen. Also es ist kein erschrockenes, boah, was ist da passiert, krass, wir werden die Schuldigen an die Wand nageln. Das ist nicht unbedingt passiert, ist alles noch kein Beweis, wer das Ganze gemacht hat. Ich weiß, die Leute, die haben eben ihre Weltsicht und wissen immer ganz genau, was passiert ist, und alle anderen sind doof. Aber wer ideologisch argumentiert, der verbaut sich letztendlich Erkenntnismöglichkeit, und das sollte man vielleicht besser nicht tun. Wir wissen es schlichtweg nicht und ihr wisst es auch nicht, die ihr glaubt es zu wissen. Das wäre vielleicht mal eine philosophisch wertvolle Erkenntnis, aber ich weiß, ja, ich habe keine Ahnung und ihr wisst es, dass zumindest, ich spreche nicht alle an, aber so einige, die sagen, ach, keine Ahnung, ich weiß genau, wer es gewesen ist. Hier, da schwimmt der Putin in dieser Kapsel, gell? Ne? Vielleicht war es ja, ne? Aber vielleicht halt auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber sei es drum, ich möchte Ihnen drei Dinge empfehlen. Erstens, Crashgefahr, 10 Grafiken von Hannes Zipfel, ein faszinierendes Video, das den ganzen Stress im System auf den Punkt bringt und warum bestimmte Dinge sich entwickeln werden, wie sie sich entwickeln werden. Wichtig, glaube ich, auch für Ihre finanzielle Zukunft, weil Sie hier sehen können, wie Sie sich entscheiden sollten. Erste Empfehlung, das Video von Hannes Zipfel über die Crashgefahr, 10 Grafiken. Zweite Empfehlung, Wohnungsmiete über 50% des Gehalts. Nebenkosten haben sich verdoppelt. Hier schreibt eine Mutter,
ich muss 800 Euro nachzahlen und ab sofort 350 Euro Abschlag im Monat. Wer erklärt den Kindern jetzt, dass es nichts mehr zu essen gibt? Also hier sehen wir die ganze Dramatik dieser Energiekrise. Zweite Empfehlung und dritte und ebenso warme Empfehlung, meine Damen und Herren. Heute 19 Uhr, nicht Hannes Zipfel, sondern Stefan Risse und Icke mit dem Thema Crash Defekt, fährt die Märkte, weil sie mit Zinsen übertreibt. 19 Uhr. Das wird inhaltsreich, das wird amüsant. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sich da nicht langweilen. Also drei Empfehlungen. Ich packe Ihnen den Link, den Live-Link, den Sie ab 19 Uhr abrufen können oder ab 19 Uhr beginnt da der Livestream. Den packe ich Ihnen unter das Video. Also unbedingt anschauen. Sie werden es nicht bereuen. Ich sage Servus und Ciao.